Heute bei Retro Today. Reshoot, ein neuer Shooter für Amiga. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Retro Today, dem Format, in dem wir uns neue Spiele für alte Kisten kurz anschauen und mal gucken, ob das was Spannendes ist, was wir auch länger spielen wollen. Genau. Und diesmal gucken wir uns an Reshoot für den Amiga, oder genau zu sein, für das Amiga CD32, läuft aber auch auf dem 1200er, auf dem 4000er, also Hauptsache AGA-Chip drin. Genau. Dann müsste das funktionieren. Es ist ein Bullet Hell Action Shooter von Richard Löwenstein. Hier in diesem schönen DVD-Case. Ja, auch natürlich hier mit professionell gemachter CD. Und ich würde sagen, die legen wir schon gleich mal ein. Und wir starten erstmal das System. Und warten wir mal mit einlegen. Denn CD32, wir wollen ja mal zeigen, läuft wirklich auf der richtigen Kiste. Und das schöne CD32 Startlogo, ich finde, das zeigt man viel zu selten. So, dann jetzt stimmt. Bitte CD einlegen. Und während er das Ganze bootet, können wir noch ein klein bisschen darüber erzählen. Gemacht ist das von Richard Löwenstein, bekannt als ehemaliger Chefredakteur der Amiga Joker. Mhm. Ja, hat auch früher schon Softwareentwicklung gemacht. Reshoot hat er auch in den 90ern schon angefangen zu schreiben und hat jetzt vor einiger Zeit Lust gehabt, es mal fertig zu machen. Und zur Gamescom 2016 ist es dann auch tatsächlich passiert. Ja, hier sehen wir jetzt schon Intro-Bild. Und als Reminiszenz ist hier eine kleine Sonderausgabe des Amiga Joker mit drin. Das ist die Anleitung und genau, Editorial mit ein bisschen Hintergrund. Also ist sehr schön gemacht, auch sehr schön aufgemacht. Ja, Reshoot selber. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ist ein, ein klassisches Shoot'em-up, ein horizontal scrollender Shooter. Und Bullet Hell heißt, hier geht es wirklich darum, es ballert aus allen Rohren und man hat hier echt viel zu tun. Normalerweise heißt ja Bullet Hell, die Gegner ballern aus allen Rohren, sodass du eigentlich keinen Flecken mehr auf dem Bildschirm hast, wo du nicht durchkommst irgendwie. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie das auf dem Amiga funktioniert. Genau, dann starte doch einfach mal und wir gucken uns mal an und dann sagen wir noch ein bisschen was zum Spielprinzip. Genau. So, wir sehen schon mal, es ist kein Raumschiff oder sowas, sondern es sind so geometrische Figuren und auch die Gegner sind geometrische Figuren. Also bisher ist es noch nicht das, was der klassische Shooter-Fan als Bullet-Hell-Shooter bezeichnen würde. Ja, das ist jetzt ja noch zum Einstieg, aber wir sehen schon die Gegner, die erwarten, da brauchen eine ganze Menge, da kommen jetzt die Schüsse. Ein paar Bullets. Ja. Escalation. Hintergrund ein bisschen Parallax-Scrolling. Jetzt kommt eine große Schlange und dann weiter ballern. Ja, jetzt haben wir nämlich Zielsuch-Bullets noch. Aber hält sich schon ganz tapfer. So ein bisschen Erfahrung habe ich ja auch. Nicht mit dem Spiel, aber mit ein paar anderen. Genau. Was ist das Wichtigste bei Bullet Hell Shooter? In Bewegung bleiben. Nein, genau nicht. Nicht unbedingt. Das eigene Schiff immer im Auge haben. Genau. Und nicht, so sehr nicht unbedingt auf die Gegner achten. Sondern mehr auf das eigene Schiff. Das ist ein großes Gerät, was da mal so nebenbei vorbeikommt. Mit der Grund. Jetzt wird es langsam interessant. Jetzt wird es langsam schon etwas dichter hier. Mich ja gerade echt stört. Dieser Futzelschuss hier ist irgendwie nicht gerade hilfreich. Ja, der macht nicht so richtig Wumms. Da kommt schon ein bisschen mehr Bullet Hell jetzt hier. Ja. Vor allem wird einem der Daumen etwas lahm. Genau, also gibt kein Dauerfeuer, das war auch Absicht. Du haust immer so eine bestimmte Anzahl an Schüssen auf einmal raus. Auch wenn wir es ja wohl klein kriegen. Jawohl. Jawohl.
Jetzt ausruhen? Sicher nicht. Wäre der erste Shooter, wo man das darf. Naja, und jetzt gilt, du musst einen abschießen. Jawohl. Den Hammer. Wow. Und das getroffen. Zu eng. Großer Fehler, immer an den Rand gehen, wo die sich am meisten auffächern. Dennis, du bist dran. Und wir sehen Spiel vorbei. Das ist nämlich hier auch Permadeath. Das heißt, ein Leben, keine Energie, ein Treffer und man ist weg. Es gibt auch nicht wirklich Level, sondern es gibt quasi ein, also es ist quasi ein langer Level und es gilt hier die Highscore zu brechen. Und das ist jetzt nichts, wo man schön entspannt mal irgendwie die Prinzessin, rettet und, oder sowas, sondern auch der Grafikstil bleibt gleich. Wir sehen, da sind wirklich große Objekte und alles flott und so weiter unterwegs. Von den Farben her ist es ein bisschen eingeschränkt. Das hat aber damit zu tun, damit man das Tempo hinkriegt. Ja, hat aber eine eigene Ästhetik dadurch. Ne? Also auch der Sound im Hintergrund ist natürlich speziell, aber hat schon eine ziemlich eigene Ästhetik. Genau, es soll angeblich rhythmusbasiert sein. Das heißt, die Musik soll sich verändern, je nachdem, wie man sich schlägt. Ich habe da noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das zu erkennen, aber so hat mir der Entwickler das gesagt. Jetzt gemacht. Dauerfeuer aktiviert? Nee, irgendwie. Escalation. So, jetzt muss man nämlich hier erstmal irre draufholzen auf das ganze Ding, bevor die ersten abschießbar werden. Du hast schon Übung. Ich habe auf der Gamescom ein bisschen geübt. Aber der Tipp vom Jan ist gut, mit nicht so sehr auf die Gegner achten, sondern mehr auf das eigene Schiff. Bei Bullet-Hell-Shooter in Regel Nummer 1. Genau, und meistens noch kleine Bewegungen machen, keine großen. Genau, noch ein Tipp ist, man muss gar nicht so oft drücken, weil es ist mehr, wenn man irgendwie in einem gleichmäßigen Rhythmus schießt. Ich habe den aber auch nicht rausgekriegt eben irgendwie. Der Gegner ist natürlich der Hammer. Das war unnötig, Dennis. Ja. Okay, keine neue Highscore. Aber das ist... deine ist höher als meine. Ja? Ich hatte 3600 irgendwas. Okay, dann wahrscheinlich, weil ich mehr abgeschossen habe da vorher. Genau. Also, es ist ein nettes Spiel für zwischendurch. Es ist so ein bisschen Krampfhandspiel und nicht wirklich erholsam. Nee, aber das sind Shooter selten. Es sei denn, du hast eine Dauerfeueroption, dann geht's aber. Genau, also kostet 34 Euro, glaube ich. Das heißt, wenn das euch interessiert, es ist wirklich ein anstrengendes Spiel, aber ist ganz nett, ist technisch gut gemacht. Es gab ein bisschen Kritik, weil es eben sehr ungewöhnlich ist, sowohl von der Grafik als auch von der Musik, als auch mit dem einen Leben. Ein Nachfolger namens Reshoot R ist gerade in Entwicklung. Den gucken wir uns dann natürlich auch an, wenn er erscheint. Aber das soweit. Reshoot von Richard Löwenstein. Genau. Okay. Nett. So, dann bis zum nächsten Spiel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra.